Was geht ab, Leute? Mein Name ist Raul Tedeschi. Ich bin Muay Thai Coach bei Munich MMA und uns wurde die Frage gestellt, soll ich überhaupt mit Kampfsport anfangen? Ich denke, du solltest vor allem dann mit Kampfsport anfangen, wenn du dich sicherer und wohler fühlen willst in vielen, vielen Situationen. Nicht in allen, aber sich mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tragen und sich auch mal in Situationen zurechtfinden, die vielleicht ein bisschen stressig oder chaotisch sind. Da kann dir Kampfsport auf jeden Fall beibringen, Ruhe zu bewahren. Abgesehen davon natürlich, dass du alleine durch das Kampfsporttraining bereits deutlich stärker wirst, was physische Angelegenheiten angeht. Allgemein im Sport, aber noch mehr im Kampfsport, lernst du so viel über dich selbst, was deine Grenzen sind, wie sehr du diese Grenzen teilweise drücken kannst und diese auch erweitern kannst, wenn deine Psyche nur mitspielt. Auch wenn man oft meint, dass Kampfsport ein Einzelsport ist, wenn man alleine kämpfen geht, ist Kampfsport wirklich eigentlich ein Teamsport, denn ohne Trainingspartner hast du auch kein gutes Training. Und selbst ein Trainingspartner, der nicht auf deinem Skill-Level ist, kann für die richtigen Arbeiten genutzt werden, um sich selbst zu verbessern. Jetzt könnte man aus jeder unterschiedlichen Richtung natürlich argumentieren, ja, aber ich bin zu alt, ja, aber ich arbeite so viel. Ich habe hier Leute, die sind schwer erfolgreich und die schieben 70, 80 Stundenwochen. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, fast menschenunmöglich, aber einige von denen arbeiten vielleicht sogar mehr und die schaffen es, 60 bis 90 Minuten am Tag, nicht jeden Tag, aber dreimal die Woche vielleicht, viermal die Woche, ins Training zu kommen. Niemand hat auch jemals gesagt, dass Kampfsport leicht sein soll oder dass Routinen leicht sein sollen. Motivation ist nie dein Freund. Das habe ich schon oft gepredigt und ich bleibe bei der Sache. Motivation ist niemals dein Freund. Motivation ist der Freund, der dich an einem Samstag um 14 Uhr bei schönem Wetter anruft und sagt, hey, hast du Bock, mit mir und sechs anderen abzuhängen? Aber Disziplin ist der Typ, den du um 3 Uhr nachts anrufst, weil du jemanden vergraben musst. Das ist Disziplin. Der ist einfach am Start, der Dude, und der hält dir den Rücken frei. Ja, aber ich habe eine Freundin. So. Jeder hat ein Privatleben. Und auch du hast das Recht, innerhalb deiner Beziehungen und Privatleben ein eigenständiger Mensch zu sein, mit eigenen Interessen und eigenem Freiraum, dich zu entfalten. Du musst nicht alles als Team machen, innerhalb deiner persönlichen Beziehungen. Du solltest im Team bleiben, aber du bist eigenständig und selbstständig. Gönn dir die 90 Minuten am Tag, etwas für dich und deinen Körper zu machen. Es ist am Ende des Tages alles eine Altersvorsorge. Alles, was du jetzt nicht trainierst, das wirst du im Alter spüren. Jeder möchte genug Geld auf der Bank haben, wenn er mal in Rente geht. Und jeder möchte vielleicht ein Haus und Garten haben, wenn es möglich ist. Aber das sind Dinge, da kannst du oft nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Auf deinen Körper kannst du 100% zu jedem Zeitpunkt Einfluss nehmen. Und körperlich stark und fit zu sein, denke ich, ist die beste Altersvorsorge. Denn solange du beweglich bist, fit bist, deinen eigenen Körper tragen kannst, bist du auch immer fähig, in deinem Leben mehr oder weniger für dich selbst zu sorgen. Welche anderen Vorteile hat der Kampfsport? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Selbstbewusstsein, sich auch in unbequemen Situationen mal eine andere Meinung zu erlauben vielleicht. Nicht klein beizugeben, weil man vielleicht hat vor, im Extremfall, physischen Konsequenzen. Auch das ist ein schönes Gefühl. In vielleicht einer brenzligen Situation seinen Mann zu stehen und dem Gegenüber auch zu zeigen, dass du kein Runover oder Pushover bist. Dann kommt natürlich auch oft so die Sache, so, ja, ich würde gern Kampfsport machen, aber ich sehe mich da nicht so in dem Umfeld und man hört ja alle möglichen Gerüchte über Kampfsportler. Ich kann dir mit gutem Gewissen sagen, wenn du nur ein paar Probetrainings machst in unterschiedlichen Gyms, dann wirst du früher oder später auch das richtige Studio für dich finden. Natürlich ist Kampfsport ein männerdominierter Bereich und das kann auch mal ein bisschen möchte gern Alpha und so werden. Aber das heißt nicht immer unbedingt, dass das irgendwie toxisch oder irgendwie negativ ist. Diese Umfelder sorgen auch dafür, dass man sich selbst einfach ein bisschen pusht. Aber der Point, den ich eigentlich machen will, ist, es gibt das richtige Studio für dich. Es gibt den richtigen Coach, der ein Gefühl für dich hat und das Umfeld schafft, in dem du dich sicher und wohl fühlst
und dir ein paar basische Skills zulegen kannst. Zu dem Punkt gibt es bereits ein Video, das kannst du dir hier oder hier, je nachdem, wo Jace hinpackt, anschauen. Aber auch die Frage, ja, bin ich nicht zu alt? Ich denke, es gibt kein Alter, in dem du grundsätzlich zu alt bist. Gerade wenn wir über Sportarten wie Jiu-Jitsu reden, wo du sogar noch Wettkämpfe machen kannst in der jeweiligen Altersklasse und du kämpfst einfach gegen Gleichaltrige. Bei schlagenden Sportarten, auch hier, du kannst immer Thai-Boxen und Boxen trainieren. Würde ich jemanden mit 40 plus empfehlen, jede Woche hartes Sparring zu machen? Nein. Aber ich denke, es gibt immer eine Möglichkeit, außenrum zu trainieren. Musst du den 360 Grad Backflip Superkick machen? Nein, musst du nicht. Boxen und Lowkicks, genauso Part von unserem Sport wie alles andere auch. Ich denke, die Motivation, sich körperlich fit zu halten, hält dich auch geistig fit. Und gerade zu diesem Punkt noch, ich bin jetzt 30 und mache seit 15 Jahren Kampfsport und ich wünsche mir immer noch, dass ich früher angefangen hätte. Und overall, alle Menschen, die ich kenne, die dann mehr oder weniger an diesem Sport hängen geblieben sind, wir sagen alle dasselbe. Ach, hätte ich doch nur ein paar Jahre früher angefangen. Gib dir selbst die Chance, ein neues Hobby auch in einem späteren Zeitpunkt deines Lebens zu finden und vielleicht ein Hobby, das dich auch für den Rest deines Lebens dann begleitet und bereichert. Wenn du dieses Video gerade angeguckt hast, hoffe ich, dass die Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, dir weiterhelfen konnten. Es gibt viele Gründe, sich immer zu sagen, etwas nicht zu tun. Aber wir sollten viel öfter Gründe suchen, Dinge zu tun und uns unterschiedliche Lebenserfahrungen, auch wenn es nur so was Banales ist wie Kampfsport anfangen, wir sollten uns die Möglichkeit geben, diese Erfahrungen zu machen und klüger aus einer Geschichte rauszugehen. Also gib dir einen Ruck und fang dein Probetraining bei uns zuerst an.